Irgendwann verlor ich den Überblick. Was war echt? Was war nur gespielt? Kinocast. Hallo und willkommen zur neuen Sendung vom Kinocast. Herzlich willkommen. Die Ferien sind vorbei. Unser Herr Lehrer ist auch wieder anwesend. Heute begrüße ich mal den Herrn zuerst. Hallo Chris. Hallo, was heißt hier wieder anwesend? Ich war letztes Mal auch da. Stimmt, genau. Die Kate ist auch mit dabei. Hallo Kate. Hallo. Und morgen gehen wir alle für euch wieder in die Sneak Preview. Diesmal gehen wir alle. Beim letzten Mal habe ich nämlich wieder mal ausgesetzt. Und da lief der Film Wolves at the Door, habe ich mir sagen lassen. Und Kate und Chris waren da drin. Kate möchte euch jetzt mal was darüber erzählen, über den Film. Leg mal los. Ja, es gibt leider nicht allzu viel zu erzählen. Also ich umreiße mal, um was es geht. Der spielt in den 1969ern, im sogenannten Summer of Love, wie ich mir habe sagen lassen. Und vier Freunde mieten sich so ein elegantes Haus in Hollywood Hills, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die das mieten oder ob das nicht sogar einem von den beiden, von den Pärchen gehört. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall wollen sie sich da ein paar Tage verbringen. Das eine Pärchen ist auch in Erwartung eines Babys und die sollen das möglichst entspannt angehen lassen, das ganze Wochenende, weil es da wohl auch kurz vorm Legen ist. Der Erholungsurlaub, wird jedoch, sagen wir mal, unterbrochen durch Fremde im Haus. Die dringen ins Haus ein und tun so alles mögliche Gewalttaten mit diesen vier Mitbewohnern, die man sich vorstellen kann. Das Ganze beruht auf den Handlungen der Morde, die 1969 von der Familie von Charles Manson begangen wurden. Also diese Anhänger werden ja die Charles Manson Family genannt. Und die haben halt quasi den Auftrag bekommen, da hinzugehen und alle da im Haus niederzustrecken. Und deswegen, weil das ihr Charles Manson gesagt hat, haben das Moment gemacht. Mal ganz kurz. So. Charles Manson war dabei. Das war der Kerl. War der auch dabei? Ich dachte, das war der einzige Mann, der da dabei war. Es waren vier Mädels und ein Kerl und das war Charles. Nee, drei Mädels und ein Kerl. Die waren drei Mädels und ein Kerl, oder? Nee, ich bin der Meinung, es waren vier Mädels. Ich bin der Meinung, es waren vier Mädels. Doch, warte mal, stimmt, die stehen da einmal vom Haus, habe ich durchgezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt, hast du vollkommen recht, es waren 5. Und Manson war selber dabei, das hätte ich jetzt nicht, das war mir jetzt nicht ganz natürlich klar. Natürlich habe ich recht. Ich dachte, es waren einfach Anhänger von ihm. Naja, auf jeden Fall hört sich die Story genauso langweilig an, wie sie auch war. Hätte aus dieser ganzen Geschichte viel mehr rausholen können, es klingt wirklich so langweilig, wie es ist. Die Dialoge waren unglaublich flach. Die Schauspieler waren auch, finde ich, schlecht gewählt. Den einen, den kannte ich irgendwo her, so ein Blonder, bis ich dann rausgefunden habe, dass der bei so Scary Movie und so mitgemacht hat. Und dann war mir auch klar, warum der mir so unsympathisch war. Also, schwer zu sagen, kam auch nicht gut an beim Sneak-Publikum. Der Regisseur hat ja auch solche Highlights gemacht wie Annabelle mit dieser Puppe. Und jetzt Annabelle war aber cool. Jetzt kommt Butterfly Effect 2. Also, okay, der war schlecht. Ich habe den sogar geguckt, weil ich fand Butterfly Effect eigentlich ganz cool. Und irgendwie hatte ich den mal geklickt bei Love Film oder so. Und dann kam mal die DVD. Gott, war der Film schlecht. Ach, war der Film schlecht. Oh je. Ja, das ist auch einfach wirklich furchtbar gemacht. Also, die ganze Geschichte um die Mansons ist ja so eine Sache, die ist ja wirklich interessant. Ja, was der den Leuten erzählt haben muss, dass die sich so an den Ketten, das ist dieses typische Sektengedöns, was mich eigentlich total interessiert. Ich finde das einfach spannend. Aber das so zu verreißen und das so schlecht darzustellen, fand ich einfach nur traurig. Vor allem, wir haben da so Side-Stories, ja, da gibt's ganz am Anfang, fängt der Film an, denkst du, oh ja, das sieht jetzt ganz interessant aus. Und dann ist ein Cut quasi. Und dann geht es mit diesen zwei Pärchen, mit vier Personen weiter.
der Anfang war total unnütz. Der war einfach, ja, eine kleine Vorgeschichte, fertig, aus. So. Und da möchte ich ganz kurz einhaken. Also unnütz war der Anfang eigentlich nicht, weil ich hatte während des Filmes genügend Zeit, die ganze Sache auf Wikipedia nachzulesen, was da der Hintergrund ist. Und in Wirklichkeit ist das Pärchen, was am Anfang überlebt, wird in echt sind die auch ermordet worden. Also das ist. Warum wird es dann nicht gezeigt? Wieso wird die Geschichte so abgeändert? Aus welchem Grund? Welche Grundlage haben diese zwei Personen am Anfang? Keine Ahnung, vielleicht haben sie daraus, dass die gelernt haben, dass die Manson-Familie da in diesem Moment gelernt hat, dass es dazugehört, dass man mit als erstes das Telefon lahmlegt, weil die haben ja relativ schnell die Polizei gerufen, die dann unterwegs waren. Okay. Ja, aber ja, okay. Wie du schon gesagt hast, auch, also ich fand den Film auch relativ mies. Es war null Spannung, es waren haarsträubende Dialoge teilweise. Keine Ahnung, hat mich nie abgeholt, zu keinem Zeitpunkt. Wie gesagt, ich habe nebenher dann die wahre Geschichte nicht nur bei Wikipedia, sondern auch bei anderen Seiten nachgelesen, was dann auch wirklich dahinter ist und was da auch entstanden ist. Und also, wenn man das dann vergleicht, dann kann man sagen, okay, das könnte schon so abgelaufen sein, aber nee, es war teilweise echt peinlich. Also, es war schauspielerisch teilweise echt peinlich. Drehtechnisch war es einfach echt peinlich, weil, ja klar, ich meine, die Manson-Familie, also die laufen da rum und meucheln mehr oder weniger die ganze Zeit. Aber ja, dass die halt so überhaupt gar nichts von sich lassen oder eigentlich gar nichts sagen, ist. Ja, das ist das, was mich gestört hat. Du erzählst einen Film über die Manson-Family und dann geht es nicht mal um die. Ja, dann geht es um vier Hausbewohner, die irgendwie die ganze Zeit nur hysterisch kreischen. Und es tut mir leid, ich fand es total unrealistisch, wie diese Schwangere da die ganze Zeit durchs Haus gerannt ist. Ja? Also die rennt, also hochschwanger rennt, fällt auf den Boden und steht ohne Probleme wieder auf. Das ist unrealistisch. Ich lese gerade. Glaube ich einfach nicht, dass es klappt. Ich lese gerade was von 72 Minuten Laufzeit hat der Film nur gehabt. Echt? Gott sei Dank, ja. Richtig. Aber ansonsten, das war zum Glück das einzig Gute daran. Das ist auch der Punkt, warum ich dem Film einen Punkt gegeben habe, weil er dann relativ kurz und schnell vorbei war und weil ich der Meinung bin, es geht immer noch schlechter. Und wir haben ja jetzt angefangen, in der Metropolsnik Stuttgart Gruppe auf Facebook da die 0 Punkte reinzumachen, weil das kann man ja über die App machen. Und ich habe gerade reingespickelt, es haben tatsächlich 9 Leute 0 Punkte gegeben und 12 Leute haben 1 Punkt gegeben. Also das sind wahrscheinlich die nicht gemerkt haben, dass es jetzt auch 0 gibt oder so. Ja, so in etwa. Also wie gesagt, dann kommen nochmal 3 mit 2. Also es war ein absoluter Griff ins Klo, dieser Film. Also es klang vielleicht ganz vielversprechend, wenn man das so hört, worum es da geht und alles. Aber wie es dann gemacht wurde, hat mich zu keinem Zeitpunkt, also keine der 72 Minuten irgendwie abgeholt. Wie gesagt, ich habe nebenher Pokémon gesammelt, ich habe nebenher dann das Zeug, die Sachen nachgelesen und alles. Bin jetzt top informiert, was das angeht. Da habe ich echt was gelernt, aber halt nicht. Er hat nach der ersten halben Stunde angefangen, die Auswertung zu machen, vom Handy aus. Weil der Film so langweilig war. Nein, ich fand einfach, das Problem daran ist, dass man einen guten Stoff genommen hat und ihn zerstört hat. Kein Mensch interessiert sich doch jetzt für dieses Thema. Keiner. Es gibt eine sehr gut laufende Amazon-Serie Aquarius mit David Duchovny. Da geht es ja auch jetzt indirekt auch um Charles Manson und was damals so passiert ist. Aber naja, wenn der Film jetzt zu schlecht war, brauchen wir jetzt nicht zu lange dran aufhalten. Das ärgert mich. Der lief ja jetzt auch letzten Donnerstag schon an. Das heißt, werden jetzt nicht in die Gelegenheit kommen, den jetzt nochmal zu erwähnen. Im Kinostart kann man eigentlich nur davor warnen. Schaut euch den nicht an. Scheint nicht gut zu sein. Und ja. Nee. Dann, was gibt er so punktemäßig? Habt ihr die Null jetzt? Oder? Einen. Ja, wie gesagt, einen, weil er relativ auch kurz sich gehalten hat. Also weil er jetzt nicht noch das Elend noch auf 90 oder mehr Minuten oder 100 Minuten gezogen hat. Und weil ich denke, es geht immer noch ein bisschen schlechter. Aber er war, meiner Meinung nach, war es echt gar nichts. Okay, dann werfen wir mal einen Blick, wie es denn in der nächsten Sneak aussehen könnte mit den Sneak-Tipps.
Was hast du denn da für einen Tipp rausgehauen diesmal? Der ich habe diesmal. Für, du. Ach, du. Nein, alles gut. Ich war schon wieder zu weit. Du meinst für die Tipps, wo. Also ja. Darf ich vielleicht erst den Tipp sagen? Selbstverständlich. Danke. Schön, dass wir uns an die Reihenfolge halten. Der Tipp für die nächste Sneak wäre: kickt mitunter zeitverzögert. Ich habe zuerst gedacht, es geht um die englische Premier League oder so. Da habe ich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wenige Sekunden nachdem dieser Tipp online war, habe ich schon die richtige Lösung gepostet. Die einzig richtige Lösung, nämlich Lombok. Heißt der Lombok? Ich glaube ja, ne? Der neue. Der Lombok. Heißt Lombok. Der neue, ja, Lombok-Film. Weil da war ja im ersten Teil schon mit dieser einen Droge, die da nehmen, die mitunter etwas zeitverzögert kickt, wo dann alles so schwarz-weiß wird und so. Und ja, einfach sehr lustig. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn der kommt, das Sneak. Den möchte ich unbedingt sehen. Lombok war cool. Ja. Wenn die Fortsetzung auch cool ist, dann. Vor allem der Typ mit dem Tourette-Syndrom, gespielt von Wotan Wilke Möhring, den man am Wochenende schön piekfein im Smoking bei der Goldenen Kamera gesehen hat. Und dann sehen wir ihn am Montag dann wie völliger Assi dann mit Tourette-Syndrom. Herrlich. Aber Kate, habe ich vorhin gerade festgestellt, die kennt den ersten Teil noch nicht. Solltet ihr mal ein Screening zu Hause machen. Das ist, glaube ich, was man unbedingt mal gesehen haben sollte. Der ist so lustig. Oder Chris? Findest du den lustig? Oder? Ja. Oder? Ich fand ihn cool, den ersten Teil. Oder musst Teil. Du da aus pädagogischen Gründen, falls irgendwelche Schüler von dir zuhören, musst sagen, nee, also... Ich habe beschlossen, in solchen Podcasts eher dann doch die Privatperson zu sein. Okay. Spielst nicht deine Rolle als Lehrer sozusagen? Nein, man muss auch mal Arbeit sein lassen, genau. Und authentisch bleiben. Und alle meine Schüler, die mich kennen, wissen, ja. Der guckt auch gern mal Lombok, wissen die. Der guckt auch mal Lombok und findet das lustig. Echt so lustig, also herrlich. Ich weiß nicht, ich habe den, weiß gar nicht, wo ich den damals, der war im Kino, glaube ich, relativ erfolgreich. Ich habe den aber nicht im Kino gesehen, sondern damals, ich glaube, auf Video, aus der Videothek damals geholt. Das kennt heute keiner mehr. Richtig so VHS-Kassette und so. Heutzutage alles mit Netflix, zu Hause bleiben, nicht mehr das Haus verlassen und so. Früher musste man irgendwelche dubiosen Ecken da gehen und ja, gab es dann meistens auch noch sehr schmuddelige Ecken, wo dann irgendwelche Typen mit hochgeklapptem Mantelkragen drin standen. Ja, das war aber bestimmt nicht der einzige Tipp, oder, Kate? Da kam doch noch was rein. Es gibt noch einen weiteren, ja. Schieß los. Einer wurde noch getippt und zwar Kong. Skull Island. Wie das zu dem Tipp passt, weiß ich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob ich Kong sehen will. Also ich hätte dann doch eher lieber Lombok. Ich habe jetzt irgend so ein Feature gesehen über Kong, über den neuen. Interessiert mich eigentlich. Also von der Art her. Ich also auch, da haben sie muss ich ehrlich sagen. Hm? Auch von der Besetzung her. Ja, nee, also Kong? Da hatten sie, wen hatten sie denn da? Weiß nicht, irgendein Regisseur oder sowas, der hat ein bisschen was erzählt. Ich weiß gar nicht mehr wo, in irgendeinem Fernsehprogramm. Da kommen da manchmal so zwischendrin mal so Kino-Features, demnächst im Kino oder sowas. Hm. Und da haben sie ein bisschen gebracht. Wie gesagt, hast du gesehen, wer alles mitspielt? Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson. Also ja, ich glaube auch, dass das cool ist, aber ich glaube, dass der Kong einfach viel zu laden ist. John C. Reilly spielt auch noch mit. In dem Trailer ist der ja so riesig. Ja. Das ist ja, das glaubt doch kein Mensch. Also in den Original King Kong Filmen, da konnte der die Frau in die Hand genommen so, ne? Und in dem Teil gibt es eine Szene im Trailer, da liegt die auf der Innenfläche wie so ein kleiner Wurm in dessen Hand. Das kannst du mir doch nicht erklären, dass dieses Vieh existiert. Da existiert es nicht, aber was ich meine, ich glaube, dass das wieder so ein total überladener Actionstreifen sein soll. Glaube ich nicht. Doch, glaube ich. Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die sich so ein bisschen zurückbesinnen in dem Film. Also vielmehr, ich hoffe das natürlich, aber dass sie sich so ein bisschen zurückbesinnen auf das, wo quasi die Kong-Geschichte auch herkommt und so ein bisschen das Klassische machen und nicht mehr so völlig überladen. Vielleicht noch ein bisschen Braindead mit dabei. Nee. Okay. Ja. Ich habe noch einen Film geschaut. Im Rahmen von meinem Oscar-Check habe ich noch einen nachgeholt, nachdem ich ja die Oscar-Verleihung
gesehen hatte. Da kann ich ja später noch ein bisschen was dazu erzählen. Ein paar Sachen durften ja schon durchgesickert sein in den Mainstream, aber vielleicht noch so ein paar allgemeine Anmerkungen, was mir noch so einfällt. Ich habe noch den Film Jackie nachgeholt. Und zwar hatte mich das wieder ziemlich begeistert, die Ausschnitte, die ich gesehen habe bei der Oscarverleihung. Und da spielt Natalie Portman, spielt Jackie Kennedy. Und ich habe sowieso, mich hat so die Figur John F. Kennedy, hat mich eh schon sehr interessiert. Und ich habe auch schon ein Buch gelesen, was Jackie Kennedy selbst geschrieben hat. Und auch ein Buch gelesen, was über sie war, wie sie damals überhaupt da dazu gekommen ist. Und das war ja alles nicht einfach mit dem John F. Kennedy und so. Und der Film beginnt quasi in dem Moment, wo ihr Mann erschossen wurde. Also man sieht jetzt nicht irgendwie alles, was vorher war, sondern sie sitzt im Flugzeug, ihr Kleid ist voll Blut und sie muss dann halt irgendwie sehen, wie sie jetzt oder wie es jetzt weitergeht. Also von einem Moment auf den anderen ist halt, hat sich ihr Leben total geändert. Früher ist sie noch nie, ist sie nie mit ihrem Mann auf irgendwelche Wahlkampfauftritte mitgegangen. Zum ersten Mal ist sie da mitgefahren mit diesem offenen Auto und zack ist das passiert. Ganz, ganz schlimm. Sie musste also ihrem eigenen Mann, das wird auch mehrfach beschrieben, wie sie dann versucht hat, irgendwie ihm den Schädel irgendwie zuzuhalten, weil das da alles rausgelaufen ist und so, um ihn da irgendwie ein bisschen zu retten vielleicht eventuell. Und ja, was dann alles noch so passiert ist hintendran, also die ganze Flucht und in das Krankenhaus rein, alles abgeschirmt und alles lief wie so ein Film ab. Und dann, als sie dann im Flugzeug ist mit dem Sarg, mit der Leiche ihres Mannes, da bricht sie dann erstmal so ein bisschen nicht zusammen, aber dann hat sie erstmal wieder einen Moment, wo sie reflektieren kann, während vorher alles wie so ein Film da vorher abgelaufen ist. Und da beginnt eigentlich der Film. Und der Film hat noch eine weitere Ebene, nämlich sie erzählt einem Reporter über diese Zeit quasi, was da passiert ist und was sie da gefühlt und gedacht hat. Und sie stellt aber gleich so einen Disclaimer vorne dran, dass der nicht alles drucken darf und dass sie auch nochmal drüber gehen will. Und sie sagt dann auch manchmal während des Interviews ganz viele Sachen, okay, das dürfen sie jetzt nicht verwenden oder sowas, wenn es wirklich sehr, sehr tief ging von ihren Gefühlen her. Und zum einen, Natalie Portman spielt absolut großartig. Und ich habe in dem Moment, wo ich die Oscarverleihung gesehen habe, habe ich gedacht, boah, also die ist ja nominiert für die beste Hauptdarstellerin. Da habe ich eigentlich gedacht, boah, die ist eigentlich richtig gut. Aber warum ist der restliche Film, warum hat der restliche Film keine Nominierungen? Es ist zum einen so, die Geschichte ist relativ simpel, würde ich sagen. Also es ist halt wirklich nur, es geht um die Frau, was sie da erlebt hat, was sie durchmachen musste, wie sie halbwegs wieder in eine gewisse Art von Normalität zurückfinden konnte. Dann die ganzen Themen, sie muss ja aus dem Weißen Haus raus, was sie quasi ja vor gar nicht allzu langer Zeit eingerichtet hat. Sie hat ja dafür gesorgt, dass ein Großteil des Weißen Hauses überhaupt jetzt so aussieht, wie es jetzt ist, weil das war vorher einfach total verrümpelt teilweise, viele Zimmer, weil sich kaum jemand drum gekümmert hat. Und erst als sie mit ihrem Mann eingezogen ist, haben sie angefangen, da ein bisschen Innenarchitektur mit Geschmack da umzusetzen. Und es war ja geplant, dass sie auf jeden Fall noch länger dort wohnen bleibt und sie muss nun raus und hat auch keinen Mann mehr und ist alles eine ganz, ganz schwierige Situation. Dann auch mit den Kindern. Am Anfang hat sie ihre Kinder noch davor abgeschirmt, vor dieser ganzen Presse, und es war ja überall im Fernsehen dann teilweise zu sehen oder es wurde berichtet, was da passiert ist. Davor wollte sie ihre Kinder natürlich auch schützen, und ein sehr dramatischer, ans Herz gehender Film, der wirklich wunderbar gespielt ist von Natalie Portman. Also sie hätte wirklich den Oscar verdient gehabt. Peter Sarsgaard spielt noch mit. Den haben wir auch schon diverse Male hier besprochen in der Sendung. Der spielt Bobby Kennedy, also den Bruder von John F. Kennedy, der für sie dann auch hinterher dann auch ein richtig guter Freund wird und ihr da sehr, sehr hilft. Und toller Film, extrem sehenswert, wirklich absolut überragend gespielt. Also sie hätte meines Erachtens den Oscar verdient gehabt. Ich überlege gerade, wer eine bekommen hat bei Beste Darstellerin. Weiß es von euch jemand? Emma Stone. War das Emma Stone? Emma Stone. Ja? Ja. Ja. Für La La Land? Okay, dann hätte... Actress in a leading... Dann hätte... Nette. Das war der falsche Umstand. Nee, das... Ach so, stimmt. Genau, das war ja der vorletzte. Dann hätte es Natalie Portman verdient gehabt. Also die war... Vom Schauspiel her war das wesentlich besser.
gespielt, weil sie hat halt wirklich, sie musste halt wirklich eine Rolle spielen, nämlich die Rolle von Jackie Kennedy und von dem ganzen Habitus und von der ganzen Art, wie sie sich so bewegt hat und auch gesprochen hat. Da haben sie zum Beispiel, es gab alte Filmaufnahmen, wo Jackie Kennedy so ein Kamerateam durchs Weiße Haus geführt hat, nachdem sie so gewisse Umdekorationen vorgenommen hat. Und das haben sie gemacht. Sie haben das gedreht mit Natalie Portman, gefühlt mit so einer alten Kamera oder haben da irgendwelche Filter drüber gelegt, dass es so aussieht wie alte Kamera. Und haben aber den Original-Sound von der Original-Dokumentation unten drunter gelegt. Also das heißt, die Original-Jackie Kennedy hat gesprochen, aber Natalie Portman hat halt das gespielt, ja. Und das war auch so gut. Also extrem, extrem empfehlenswert, der Film. Für, wer eine gute schauspielerische Leistung sehen möchte von Natalie Portman, lief ja in Deutschland schon am 26.01. an. Das heißt, ihr müsst da schon Glück haben, wenn ihr es noch irgendwo seht. Ich habe den noch erwischt und ansonsten wird er ja bestimmt irgendwann demnächst dann mal auf DVD und Blu-ray erscheinen. Natalie Portman, ganz, ganz tolle Rolle. Ist es was für euch oder eher nicht so? Ja. Ja, ja, ich habe auch die Kennedys, die Serie gesehen. Oder habe ich auf DVD. Mhm. Also alles, was so um die Kennedys rumgeht, auch hier die Serie mit, wie heißt er? Ach Mann. Da, wo sie den durch die Zeit reisen. Wisst ihr noch? Dr. Who? Ich wollte auch gerade Dr. Who sagen. Ach, Gründer. Nee. Haben wir doch alle geguckt. Ach hier, ich weiß, was du meinst, zurück in die Vergangenheit? Ja, genau, wo der zurück in die Vergangenheit geht und, ach Mann, wie heißt er denn? Sam Bennett. Nein, nee, die Serie, die wir angeguckt haben. Quantum Leap heißt die, glaube ich, nein, im Original. Nein, nee? Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt es dir nachher noch ein. Ich guck jetzt. Ist das jetzt schon Kates Filmrätsel? Oder? Nein. Macht ihr mal weiter. Ich guck und kretsch dann rein, wenn ich es rausgefunden habe. Okay. Ihr habt ja noch einen Film geguckt, den besprechen wir dann nächste Woche, nämlich, wie hieß der gleich nochmal? Max Steel. Ach, Max Steel, genau. Max Steel, den haben wir dann auch zum Verlosen als Blu-ray. Ich gucke den aber noch diese Woche und dann können wir alle drüber sprechen. Und jetzt überlege ich gerade, was stimmt. Ach, bei dir stimmt's, Chris, ne, was hier eingetragen ist. Okay. Also hast du noch Split geguckt? Ja, bei mir stimmt's, was da eingetragen ist, ja. Split geguckt. Ich habe noch drei Filme noch gesehen, genau. Ja, ich habe unter anderem Split gesehen. Durch eine zufällige Fügung, mehr oder weniger. Weil der Thomas Holmer Split. Das empfohlen hat, ne? Ja, kann man ja mal so sagen. Kann man mal so sagen. Ja, Split, worum geht es? Es ist man befindet sich am Anfang auf einem Parkplatz, Shopping-Ausflug von drei Mädels und plötzlich fängt für die wirklich so ein kleiner Horrortrip an, weil sie werden mit irgend so K.O.-Spray handlungsunfähig gemacht und entführt. Also zuerst wird der Vater irgendwie beseitigt oder der Onkel oder irgendjemand wird beseitigt, das bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, wer das war, aber ist wurscht. Auf jeden Fall werden diese drei Mädels entführt und wachen dann auf in einem Zimmer und werden dann konfrontiert mit ihrem Entführer. Und der Entführer oder Peiniger oder wie man ihn auch nennen möchte, ist Kevin, gespielt von James McAvoy. Ja, ich komme da immer durcheinander. Du weißt ja, wo sind wir jetzt? McAvoy oder Dings? Ach so, ja. Kevin Großkreuz, ja. Und so. Hm. Ja. Ja. Also McAvoy und ja, sie sind dann in diesem Keller untergebracht und möchten da eigentlich nur raus, weil ist ja klar. Und Problem an der Sache ist, dass Kevin halt beim ersten Mal die Tür aufmacht, ziemlich einschüchternd wirkt, dann beim nächsten Mal macht er die Tür auf und ist als Frau verkleidet und spricht völlig auf die Mädels ein, so völlig so, ach ja, und überhaupt, und ah, ihr müsst es verstehen und bla bla bla. Und plötzlich ist er ein 9-jähriger Junge und läuft völlig aus dem Ruder. Also der gute Kevin hat insgesamt 23 Persönlichkeiten in sich vereint und immer jemand anders kommt ans Licht und der, wo gerade am Licht ist, der hat auch Sagen. Und mit wem unterhalten sie sich dann? Und das ist ziemlich verstörend. Also er hat, wie gesagt,
mal multiple Persönlichkeiten, okay, aber gleich 23 sind natürlich schon eine wirkliche Hausnummer. Und die Einzige, wo dann so ein bisschen dahinter steigt, ist seine Therapeutin, die da auch denkt, okay, irgendwas läuft ganz gewaltig falsch und der spielt ja auch was vor, bis sie dann feststellt, okay, da ist nicht mehr der, wo sonst zur Therapie kommt, sondern eine andere Persönlichkeit. Und ja, also es klingt völlig verwirrend und völlig abgedreht und das ist es auch, weil insgeheim wächst nämlich auch noch eine 24. Persönlichkeit heran und die ist dann ein bisschen krass. Bisschen arg krass. Noch krasser? Ja, noch krasser. Also es ist nochmal, wie gesagt, die sind alle unterschiedlich, haben alle wirklich andere Macken, andere Einstellungen, andere Ansichten und alles. Also es ist völlig unterschiedlich. In Szene gesetzt ist der Film von Manoj Night Shyamalan. Ich hab's ja so mit Namen. Das ist, ich glaube, einer der Lieblingsregisseure von unserem Erik. Kann das sein? Kommt drauf an. Also lange Zeit nicht mehr. Aber seit The Visit finde ich ihn wieder gut. The Visit, ne? The Visit oder The Sixth Sense. Ja, Sixth Sense fand ich großartig. Einigen wir eins drauf, dass wir ihn M. Night nennen und nicht den und den Nachnamen einfach weg. Der ist eh nur schwer. Shyamalan? M. Night Shyamalan. 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 Ja, also wie gesagt, es ist so ein bisschen Psycho voll dabei. Also sehr viel Psycho dabei, Schockelemente ab und zu mal auch, also man erschrickt schon. Nur das einzige Problem, was ich während dem Film hatte, ist, dass es mich dann doch ab und zu mal wieder an die Schule erinnert hat und der ein oder andere Charakter dann doch dran saß wie einer der Schüler von mir und deswegen wurde das ein bisschen abgedreht. Also das hat für mich halt wegen meines beruflichen Hintergrundes etwas den Film etwas versaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich saß dann auch teilweise wirklich kichernd im Kino, während der Rest im Saal so dran saß, so, und ich saß dran. Das war schon ein bisschen, ja, es war ein bisschen gemein auch dem Film gegenüber, weil insgesamt fand ich ihn doch recht cool, weil, wie gesagt, sehr, sehr abgedreht. Und was dann am Ende noch passiert und wer dann am Ende noch einen Auftritt hat und wo das hinführt, das spoilere ich jetzt natürlich mal nicht. Das wäre gemein. Ich habe eine Frage. Ja. Werden alle 23 Persönlichkeiten gezeigt oder nur so eine Handvoll? Nein. Es werden wirklich nur ungefähr eine Handvoll gezeigt. Was ich aber auch dann super, super toll fand, beim Abspann stehen die Persönlichkeiten, die gezeigt werden und wirklich dann nur bei Kevin steht James McAvoy dabei. Also das fand ich sehr, sehr cool. Also die stehen alle dran, aber nur bei dem einen steht dann wirklich sein Name dabei. Und wie gesagt, McAvoy, Wahnsinn, wie der das gespielt hat. Also da wirklich ganz, ganz, ganz groß Hute vorziehen und richtig coole Leistung. Dieser Sprung zwischen den Charakteren, wirklich richtig, richtig gut. Ansonsten ist es ein Film, ich würde ihn auf jeden Fall mal anschauen. Also wenn man auf so ein bisschen abgefreakte und abgefahrene Sachen steht, dann sowieso. So ein bisschen auf Psychologie auch, was da alles abgeht. Ich kann es eigentlich nur empfehlen, trotzdem, dass ich ein bisschen arg viel gelacht habe und auch wahrscheinlich an Stellen, die eigentlich nicht so lustig sind. Manchmal ist es auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen so, wo du denkst so, aha, ja, nee, ist klar. Aber trotzdem, eigentlich ein ganz gelungener Film, der echt Spaß gemacht hat. Also ich gebe ihm jetzt mal 7,5, weil ich halt, wie gesagt, lachen musste, aber ansonsten ganz cool. Also ich würde ihn auf jeden Fall, euch beiden auf jeden Fall empfehlen und da draußen den anderen auch. Nicht schlecht. Also im Kino werde ich es nicht schaffen, den zu gucken. So sehr reizt er mich jetzt auch nicht, dass ich da ins Kino gehe dafür. Aber das kann man Wobei sich, ich ganz ehrlich auch sagen muss, ist vielleicht sogar ein bisschen schade, dass es nicht im Kino ist, weil so ein bisschen die düstere, dunkle Atmosphäre habe ich hier im Keller auch. Ja, dann kannst du da direkt auch nachspielen. Das ist ja okay. Genau, so mache ich das. Split, ja. Ich würde ihn auch gern sehen, ja. Ja, aber jetzt. Ich gucke lieber mal A Cure for Wellness, wenn ich es irgendwie schaffe. Da haben wir übrigens nachher noch was zu verlosen. Bleibt dran. Gibt es ein kleines Gewinnspiel. Okay, dann mache ich mal noch einen. Ich habe Fistfight geschaut. Fistfight. Jetzt muss ich mir mal ganz kurz hier noch die Seite aufmachen, damit ich die ganzen Namen alle parat habe. Auf jeden Fall spielt Charlie Day die eine männliche Hauptrolle aus meiner Lieblingsserie jetzt Always Sunny in Philadelphia und der hat ja auch bei zum Beispiel Pacific Rim hat er diesen durchgeknallten Wissenschaftler gespielt. Der sitzt mittlerweile in
im Kino Mainstream ganz gut angekommen. Der hat bei Kill the Boss, hat er auch mitgespielt, war auch einer von denen, die da ihren Boss umbringen wollen. Er war, wenn ich mich recht erinnere, der Mann, der bei der Jennifer Aniston arbeitet und von Jennifer Aniston da immer sexuell belästigt wird. Diesen Film, Fistfight, möchte ich unbedingt mal unserem Chris empfehlen, denn es geht hier um zwei Lehrer. Und das Ganze spielt am letzten Schultag eines Jahres und die Abschlussklasse, die macht natürlich ganz, ganz viele Pranks und die Pranks gehen aber weit über das Maß hinaus, was man sonst so kennt. Das heißt, da werden, was weiß ich, das wird wirklich ganz obszöne Sachen gemacht. Also ich will jetzt nicht alles verraten, also auf jeden Fall schlagen die weit, weit über das hinaus, was man kennt. Und irgendwie ist unser Charlie Day der Einzige, den das irgendwie so ein bisschen komisch vorkommt, dass das irgendwie, dass da keiner mal was sagt und so, ne? Aber es ist ja irgendwie letzter Tag und alle sind irgendwie locker drauf. Und parallel dazu ist noch so eine Geschichte, dass wohl einige Fachbereiche geschlossen werden sollen und die Leute entlassen werden sollen. Da haben sie alle ein bisschen Angst, wen das nun betrifft. Und der Direktor, der hat auch schon mit einigen Leuten Gespräche geführt und da sind manche auch entlassen, für die Lehrer ist das dann halt auch der letzte Tag. Und als dann Charlie Day einmal Ice Cube, der nämlich die zweite männliche Hauptrolle spielt, mal hilft bei was, der hat nämlich so einen alten Fernseher und Videorekorder bei sich im Zimmer stehen, im Klassenraum, und der Ice Cube, der spielt so einen richtig toughen Lehrer, der wirklich ganz strikt nach Lehrplan, einfach großartig spielt er das, und will auch am letzten Schultag für seine Schüler, will er noch ein ordentliches Programm durchziehen und zeigt ihnen da irgendwelche Bürgerkriegs, irgendwelche Videos, da irgendwelche Dokumentarfilme über den Bürgerkrieg. Und einer von den Schülern hat sich auf sein iPhone so eine App runtergeladen, wo er einfach mal mit der Fernbedienung, also er schaltet jedes Mal den Fernseher aus, jedes Mal, wenn der Film beginnt, und Ice Cube, der rafft das irgendwie nicht woran es jetzt liegt, und holt dann halt Charlie Day zur Hilfe und er rafft es relativ schnell und führt dazu, dass Ice Cube ein bisschen austickt, und durch dieses Austicken steht er halt auch mit auf der Abschlussliste vom Lehrer. Und dazu kommt noch, dass Charlie Day und Ice Cube, die sitzen dann zusammen im Direktorzimmer, und der sagt dann so, ja, der Direktor, der will jetzt hier sehen, wer zu ihm hält, auf wen er bauen kann noch in Zukunft in der Schule. Und dann verpfeift halt Charlie Day Ice Cube, und das sollte man halt nicht tun. Und dann fordert er ihm zu einem Faustkampf heraus, dann nach der Schule zu einer bestimmten Uhrzeit, und dann versucht Charlie Day alles Mögliche, um das irgendwie abzubiegen. Also versucht ihm da irgendwie Sachen in die Schuhe zu schieben, dass er da vielleicht von der Polizei verhaftet wird, oder versucht irgendwelche Schüler mit MacBook Pro zu bestechen, damit die irgendwie was gegen oder für ihn aussagen, damit er seinen Job behält, damit er doch nicht mehr mit ihm kämpft. Und es ist ein total aberwitziger Film. Es spielt auch noch mit hier der Tracy Morgan, den kannte ich zum Beispiel aus 30 Rock, das ist auch so ein Komiker. Sehr, sehr lustig auch, und sind auch in Nebenrollen, sind viele, viele Bekannte dabei, die jetzt hier gar nicht in der Castliste ganz oben stehen, aber so ein paar Cameo-Auftritte sind drin. Die will ich jetzt auch mal nicht alle verraten. Ziemlich abgefahren, lustiger Film, der genau den Humor von Charlie Day von It's Always Sunny in Philadelphia hat. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Ice Cube einfach ist wirklich wieder cool wie ein Eiswürfel. Einfach herrlich. Toller Film. Ich glaube, Lehrer kann sich da richtig kaputt lachen bei sowas. Chris, gehst du da mal rein? Man hört ihn nicht mehr. Er ist schwarz. Ich nehme an, das ist dann ein Nein. Nein, das ist kein Nein. Moment, ich bin gleich wieder da. Sekunde. Moment, Sekunde. Ich habe ein kleines technisches Problem. Moment. Das ist kein Problem. Ich kann so lange das Problem von vorhin klären. Die Serie mit dem, wo ich nicht drauf gekommen bin, heißt 11/22/63, der Anschlag mit James Franco. Die haben wir doch alle gesehen, oder? Ach so, ja. Genau. Da geht es ja auch um den Mord, stimmt, an Kennedy. Deswegen, alles so, was dort drumrum schwebt, finde ich auch immer ganz interessant. Mhm. Deswegen, das noch zur Aufklärung vorhin. So, da bin ich wieder. Hallo. Ja, war wieder deine Batterie alle von einem deiner vielen Mobilgeräte hier. Ja, dies war von meinem Kopf.
Fistfight klingt super und Serie ja mit James Franco, völlig richtig. James Franco übrigens, ganz kleiner Umschwank, weil wir das letzte Woche vergessen haben, lieber Erik. Was haben wir letzte Woche vergessen zu besprechen? Ja, wir haben vergessen, den Trailer zu besprechen. Steht mit drin im Dokument. Richtig, und jetzt haben wir gerade James Franco als Thema. Sollen wir ihn kurz besprechen? Alien-Prolog. Ja. Ich gebe erstmal noch Fistfight 8 Punkte im Bereich Comedy. Okay. extrem geiles Ding. Ich habe so oft gelacht. Herrlich. Okay, Fistfight. Ja. Ich habe es mir gemerkt, ich habe es notiert. Alien-Prolog. Ja, inzwischen ist ja auch ein richtiger Trailer noch draußen. Mhm. Echt? Oh, also, den muss ich nur angucken. Also es gibt auf YouTube den Prolog zum nächsten Alien-Film, den kann man sich anschauen. Ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, aber man kann schon mal einige Schauspieler sehen, zum Beispiel James Franco, deswegen ist Chris jetzt gerade drauf gekommen. Und jetzt weiß ich nicht, darf man da ein bisschen spoilern bei dem Prolog? Naja, eigentlich kann man es schon sagen, oder? Da gibt's nämlich, jeder kann ihn sich auch angucken. Da gibt es nämlich eine Szene. Ist ja frei zugänglich. Da gibt es nämlich eine Szene, ich umschreibe es mal ein bisschen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Da gibt es nämlich eine Szene, die sehr ähnlich ist wie in dem alten Alien-Film und die ist auf großartige Weise aufgelöst. Jeder dachte so, oh nein, nein, nein. Und dann, oder ging es euch auch so? Ich musste mich erstmal einsortieren, wo der Film jetzt anlegt. Und ich habe mir dann sagen lassen, dass es tatsächlich der Nachfolger vom Toys ist. Genau. Das war mir nämlich nicht ganz klar, weil da Michael Fassbender dabei war und das hat mich irritiert. Na gut, der spielt ja einen Androiden, also die Rolle, die Lance Henriksen früher hatte, das kann ja dann auch, der kann ja überall, in jeder Timeline kann der sein, eigentlich. Ja, schon klar, nur das letzte Mal, als man den halt in die Rolle gesehen hat, war der ja auf diesem Planeten. Und jetzt war er auf diesem Schiff, das frage ich mich halt, wie kommt er hin? Ist es einfach nochmal ein Android, der genauso aussieht wie er, weil die alle so aussehen? Stimmt. Oder ist das der gleiche? Das hat mich verwirrt. Bestimmt. Deswegen musste ich erstmal recherchieren oder ich habe recherchieren lassen, wo denn der jetzt hängt, der Film. Wie bei Terminator. Aber ansonsten. Die sehen auch alle aus wie Arnold Schwarzenegger. Ja. Zumindest die T800. Ja. Ich habe es nicht auf Anhieb verstanden, wo der Film ansetzt. Aber muss jetzt mal noch den Trailer sehen, aber der Prolog, der war schon interessant. Ja. Definitiv, hat auf jeden Fall Lust auf den Film gemacht. Ja, genau, ja. Also vor allem auch die Darsteller, die man so gesehen hat, so die kleinen Nebenrollen und so, denken, ah, okay, das kann richtig gut funktionieren, habe ich mir so gedacht, ne? Ja, und halt James Franco. Ja, und halt James, gut, einen Lead-Character brauchst du halt immer, ne? Hm. Also, ich freue mich da sehr drauf. Ich auch. Ja, ich mich auch. Vielleicht sehen wir ja sowas mal in der Sneak, ne? Das wäre schön. Chris, aber jetzt haben wir immerhin das Ding abgehakt. Ja, genau. Chris, du hast noch ein paar Filme geschaut. Ich habe noch was gesehen, ja. Und zwar machen wir zuerst Batman vs. Superman. Ich glaube nämlich, der geht schneller. Ich habe mir ihn tatsächlich jetzt angeschaut. Ich wollte ihn damals eigentlich im Kino sehen. Irgendwie wollte niemand mit. Alleine wollte ich dann auch nicht. Jetzt lief er auf Sky. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, ihn angeguckt zu haben. No? Also ich fand ihn ganz okay. Ganz ehrlich gesagt, fand ich ihn ganz okay. Die goldene Himbeere nicht gerechtfertigt. Nicht wirklich. Also ich fand es ganz gut aufgebaut auch. Ich fand Doomsday fand ich cool dargestellt am Ende, auch dass der so richtig schön mächtig ist und auch richtig auf die Kacke haut. Entschuldigung. Wir haben ja den 18er Tag hier auch. Den, ne? Ja. Ja, okay. Scheiße, war das geil. Nein. Kannst du deinen Tourette freien Lauf lassen. Leck mich am Arsch, hat der auf die Fresse gekriegt, der Superman. Voll auf die Omme. Ja, nee, also wie gesagt, ich fand's richtig cool, auch einfach, dass es der ganze Film wirklich komplett richtig schön düster war, ja. Also der war richtig dunkel, die Atmosphäre fand ich cool, auch den Anfang schon, als da Ben Affleck quasi seine zerstörte Stadt sieht und natürlich Superman die Schuld gibt und wie sich das dann aufbaut und alles, ich fand's doch eigentlich ganz cool, also ich hätte es nicht gedacht, ich habe ihn mir schlimmer vorgestellt, auch das, was alle gesagt haben, aber so im Endeffekt war okay. Es war jetzt nicht so der Marvel-Brüller, muss man auch mal dazu sagen. Ist ja auch DC. Aber für einen DC-Film war er ganz okay. Also für einen Superman-Batman-Superman-Film und natürlich Wonder Woman, heilige Kuh. ach du Jemini, also das, da haben sie, also Gal Gadot, also... Hot, da freue ich mich auf den Wonder Woman Film, freue ich mich.
Aber ja. Also, nee, wie gesagt, ja schön, dass du es auch ganz gut findest. Du bist ja hier, gehörst ja mit zu den Superhelden-Experten-Filmen hier. Ich werde immer diese Ecke gedrängt, ja. Ja, jeder hat so sein Fachgebiet, ne? Ich ja eher nicht so, und ich dachte schon, oh Gott, wenn ich das gut finde, du sagst bestimmt dann, oh, das ist doch total Käse und so. Ja, ist ja ganz gut. Also ich gebe ihm wirklich 7 von 10. Also fand auch, hat er verdient. Diese goldene Himbeere fand ich jetzt, also ich weiß gar nicht, für was der die, hat er die überhaupt gekriegt? Nee, fand ich übertrieben. Nominiert war auf jeden Fall, aber also gab es weitaus schlechtere. Fand ich übertrieben. Aber du weißt ja, in Zeiten, wo Suicide Squad einen Oscar erhält. Ja. Alter. Gut für Make-up. Für Make-up. Und das Make-up war toll. Ja, aber das Make-up von Star Trek war besser. Das stimmt. Ja. Ja. Aber, naja. Entschuldigung. Ja, aber was aber ich habe keine Ahnung. Das, auch was aber das heißt, Thema, Suicide Squad hat mehr Oscars als Lion. Ja, ja, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ganz ehrlich. Das hat mich echt wütend gemacht. Aber zum Thema Ben Affleck, mir ist eingefallen, ich habe ja doch noch einen Film gesehen. Mit Ben Affleck. Und so habe ich endlich Gone Girl gesehen. Der lief doch vor der Oscar-Verleihung. Ja, da, ich guck doch sowas nicht mit Werbung, das nervt doch nur. Nein, wir haben den auf Sky aufgenommen. Ah. Und gestern, war das gestern? Ich glaube gestern, hatte ich das Gefühl, ich müsste den jetzt mal angucken. Und ich habe ihn jetzt endlich, er ist ja schon uralt, lang, wie viele Jahre ist das gewesen? Kennt ja inzwischen, glaube ich, jeder. Mir wurde immer gesagt, dass der Twist so krass ist. Diese quasi diese Aufklärung, wo die Frau hin ist und so, ne? Und ich habe ziemlich kurz nach dem Anfang habe ich zum Chris gesagt, das ist nicht so, wie es ausschaut. Das ist nicht so, wie alle denken. So. Und was war? Es war genauso, wie ich es gedacht habe. Und das hat mich ein bisschen traurig gestimmt. Aber ansonsten war der Film echt gut. Die Frau hat ordentlich einen an der Klatsche und hat es sehr gut gespielt. Nette Side-Charaktere, die so aufgetaucht sind, fand ich ganz gut. Film ist für meine Verhältnisse ein Tick zu lang, der könnte ein Stückchen kürzer sein, aber ansonsten netter Film. Ja, ne? Fand ich damals, glaube ich, auch da. Der war ja vor 2 Jahren oder so im Oscar-Rennen mit drin. Ich fand's auch gut gespielt. Jetzt nicht ganz so. War jetzt nicht ganz so ein Riesentwist und sonst was, aber war echt gut und eine schöne Entwicklung, die es genommen hat. Man ist eigentlich die ganze Zeit dabei geblieben. Ich fand es auch gut. Chris, hast du den auch zum ersten Mal gesehen, oder? Ich habe den auch zum ersten Mal gesehen, auch so nebenher, aber halt ein bisschen. Und ja, war schon, der Twist war schon nicht so schlecht und auch, dass die gute Frau wirklich eine Macke hat. Aber okay. Aber ganz da tat Ben Affleck ja schon fast ein wenig leid. Da kann ich es verstehen, dass er wie Sad Batman dasteht. Ja. Na gut, man kann ja den Film auf verschiedene Weisen sehen. Ne? Also man kann ja entweder sagen, ja, die Frau hat einen an der Waffe, oder es gibt ja noch ein paar andere Deutungsmöglichkeiten. Aber ja, das... Entschuldigung, die passt sich allem an. Da ja, die drin. Passt sich komplett ihrer Umgebung an. Die hat einen psychischen Knacks. Das sind wahrscheinlich auch noch ihre Eltern dran schuld. Mit der ganzen Kindheitsgeschichte, die da erzählt wird. Wisst ihr mal, wenn euch das Thema interessiert, ich bin jetzt da ein bisschen raus, weil es ist auch schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen hatte. Ich hatte mich damals ein bisschen damit beschäftigt, als der draußen war. Da gab es wirklich diverse Möglichkeiten, die will ich jetzt hier nicht nennen. Ich habe sie noch so ungefähr in Erinnerung, aber weil das da wäre dann gespoilert, müsst ihr einfach mal gucken. Also gibt es im Internet diverse Ausarbeitungen, was da wirklich gewesen sein könnte und wie und was und ob wirklich sie und er und so weiter. Ne? Mehr will ich jetzt mal nicht. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Man kann da wirklich stundenlang versinken in solchen Beiträgen, Blogbeiträgen, wo dann irgendwelche richtig mit Szenen belegt wird, warum und richtig gut untersetzt die Meinung. Jo, Gone Girl. Das war dann offensichtlich nicht der geilste Tag. Nee, das war nicht der geilste Tag. Den habe ich nämlich auch noch gesehen. Weil wenn man schon Ferien hat, kann man auch ein bisschen mal Filme nebenher laufen lassen. Der geilste Tag. Wir lernen kennen Andy, der an einer tödlichen Krankheit leidet, nämlich einer Lungenfibrose. Deswegen ein Beatmungsgerät mit sich rumschleppen muss, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und wir lernen kennen Benno, den mimt Florian David Fitz.
der an einem Gehirntumor leiden soll oder an einem Gehirntumor leidet. Und beide haben die ewigen Krankenhausaufenthalte satt, sind eigentlich völlig verschieden, lernen sich aber irgendwie dann doch kennen und beschließen dann, hey, jetzt machen wir den geilsten Tag aus unserem Leben raus, weil wir sind eh beides Todgeweihte und deswegen gucken wir mal, was passiert. Machen also einen hohen Kredit, nehmen sie auf, kaufen erstmal einen Lamborghini, fahren mit dem zum Flughafen und wählen dann zufällig ein Ziel aus, wo sie hinfliegen. Und wo fliegen sie hin? Natürlich nach Mombasa. Für alle, die nicht wissen, wo Mombasa liegt, das ist nicht dieser Fußballer von früher von den Kickers aus der RTL 2 Serie, sondern das liegt in Kenia. Stimmt, der ist Tsubasa. Ja, geil. Deswegen sage ich es dazu. Es wird so ein kleiner Buddy-Roadtrip-Movie dann draus, mit allen möglichen Abenteuern, so immer so ein bisschen auch dieses Tragische und dann doch wieder ein bisschen Lustige dabei. Aber das Problem von dem Film, meiner Meinung nach, ist, dass er weder in die Tragik komplett abrutscht und das ausschöpft dann und auf der anderen Seite auch nicht wirklich die Komödie dann nach vorne trägt, sondern es bleibt immer dieses, oh, wir müssen gucken, dass es ganz extrem sich die Waage hält, der Film. Also wie es dann im Endeffekt ausgeht, wäre natürlich jetzt gespoilert. Du spoilerst. Gespoilert, Entschuldigung, so ist es halt. Wäre arg gespoilert und ob sie dann auch den geilsten Tag haben oder nicht. Das haben wir jetzt dahingestellt. Für deutsche Verhältnisse natürlich eigentlich, ja, Matthias Schweighöfer macht, glaube ich, pro Jahr 800 so Liebeskomödien oder sowas. Oder wie viel bringt der pro Jahr raus? Schon 4, 5? Und die sind ja auch schnell gedreht in den meisten Fällen. Und Florian David Fitz, ja, eins der deutschen Männer-Sex-Symbole, die wir haben. Aber auch eigentlich ein relativ kluger Kopf. Ich erinnere da auch nur mal an Vincent Willmeier. Oh. Aha. Und schon, aha. Und ja, also es ist nett, es ist seicht, es ist was für nebenher. Es ist jetzt nicht was, wo ich sagen würde, hey, heute Abend nehme ich mir nichts vor, weil heute gucke ich mir der geilste Tag an. Dafür absolut reicht es absolut nicht aus. Es ist halt ja ein bisschen vorhersehbar und wie ich schon gesagt habe, seicht in alle Richtungen. Also nie, dass wirklich das komplett ausgedappt wird. Ich bin bei 4 von 10 Punkten. Oh, 4 von 10? Weil okay. 4 von 10. Hat sich ja, jetzt irgendwie nach mehr gesagt, angehört bei dir. Ja. Nee, es ist der Film nimmt meiner Meinung nach nicht so richtig Fahrt auf. Es ist, wie gesagt, ganz nett, man kann es mal nebenher anschauen. Aber ja, 4 von 10 reichen. Habt ihr Fragen zu dem Film? Nein. Nein. Klingt sehr nach Knocking on Heaven's Door. Ich hab genau das Problem mit dem Schweighöfer, dass er gerade überall und in jeder Ecke, es kommt ein neuer Schweighöfer-Film und das mochte ich ja beim Til Schweiger schon nicht. So dauernd einen Film nach dem anderen raushauen, Hauptsache Geld gemacht und gar nicht groß nachgedacht, sondern einfach stur Filme drehen. Ja, so ein bisschen. Wobei ich muss nervtierisch, deswegen mag ich ihn auch momentan nicht. Ganz ehrlich dazu sagen, ich freue mich so ein bisschen auf die Amazon-Serie, die jetzt kommt. Auf You Are Wanted. Ja, das könnte ganz cool werden, glaube ich. Das sieht relativ spannend aus. Und da die Amazon-Serien zuletzt jetzt nicht unbedingt schlecht waren, könnte ich mir vorstellen, das könnte vielleicht funktionieren. Ja, aber war da bisher eine deutsche Amazon-Serie dabei? Nee. War der nicht so schlecht? Soweit ich weiß, die erste deutsche Serie eines globalen Video-Streaming-Dienstes, um es mal hochgestochen zu sagen. Aber wie gesagt, es ist ein Amazon Original und ich freue mich darauf. Also ich werde es auf jeden Fall anschauen. Das ist was mich wirklich so ein bisschen reizt. Ich werde es auch euch anschauen. Nicht? Ich werde es auf jeden Fall versuchen anzuschauen. Aber das ist genau das. Du guckst doch alles, Kate. Ich mag ihn momentan einfach nicht. Du guckst doch alles. Bestimmt gar nicht. Aber ich frage mich immer noch, wie Matthias Schweighöfer das gerade mit seiner Gesangskarriere unter einen Hut bringt. Da hat jetzt auch hier, ja, ich bin doch keine Maschine und sowas oder was. Ah, nee, ich hab das verwechselt. Das ist nicht er mit der Maschine. Nein, das ist Tim Sensko. Ist doch das Gleiche, oder? Nee, aber ist das was. Ist Matthias Schweighöfer nicht Tim Benz? Ist doch der Gleiche. Sie sehen extrem gleich aus, aber nein, sie sind es nicht. Also, wenn Matthias Schweighöfer singt, dann wird er zu Tim Bensko und wenn er Schauspieler zu Matthias Schweighöfer, oder? Nein. So. Da wir heute noch ein paar Themen haben, springen wir mal weiter. Schnell mal die Filmvorschau. Diese Woche, am 9.3. startet Sleepless, eine tödliche Nacht. Hatte ich ja ein paar Mal irgendwie
in der Sneak getippt, aber haben wir doch nicht gesehen. Nie bekommen. Woanders lief der aber. Moonlight startet noch, der beste Film dieses Jahres. Habe ich ja auch schon besprochen gehabt. Von Barry Jenkins mit Mahershala Ali und Naomi Harris. Und ja, unbedingt mal anschauen. Wie gesagt, bester Film des Jahres. Meiner war es nicht ganz, mein bester Film. Aber trotzdem sehr, sehr sehenswert. Bisschen Sitzfleisch, so lang war der gar nicht. Nee, doch kein Sitzfleisch mitbringen. Das habe ich jetzt verwechselt. Kong läuft auch an, Skull Island. Vielleicht kriegt man den ja sogar in der Sneak, wenn der Tipp vom Thomas stimmt. Wilde Maus startet noch. Den hatten wir vor 2 Wochen in der Sneak Preview gehabt. Und was haben wir noch so? Yu-Gi-Oh! Film. Anime-Film. Aber startet bei uns nicht in Stuttgart. The Book of Gabrielle, eine Komödie. Ein Handbuch über Sex stellt die Autorin Gabrielle vor eine Menge Probleme. Ja, das war es eigentlich mit den Kinostarts diese Woche. Ich werfe mal noch mal einen Blick in die Charts hier in Stuttgart. Ach, da habe ich doch hier so einen Einspieler. Moment. Es muss spontaner kommen. Oh Gott. Immer diese Technik-Probleme. Jetzt Achtung. Kinocharts. So, auf geht's. Platz 10. Oh, der türkische Film, den wir gar nicht genannt hatten. Recep İvedik Teil 5. Da gibt's einen fünften inzwischen? Du kennst die anderen 4? Nee, ich hab doch mal beim Filmverleih gearbeitet in Stuttgart und die haben den waren der Verleih, die Verleihfirma, und als ich dort war, gab es Teil 2. Naja. Siehst du mal. Platz 9 ist La La Land. Platz 8 ist Lion, der lange Weg nach Hause. Platz 7 Bailey, ein Freund fürs Leben. Platz 6 ist Logan the Wolverine. Dass ihr den noch nicht gesehen habt, wundert mich ein bisschen. Ja, da habe ich inzwischen noch eine Anfrage bekommen, sogar wirklich erst vor einer Dreiviertelstunde von einer Kollegin, ob die mal wieder ins Kino möchte, ob ich nicht Lust hätte, den zu gucken. Jetzt mal gucken, vielleicht läuft Hust. Das nächste Woche. Hust, damit. Platz 5, John Wick, Kapitel 2. Platz 4, A Cure for Wellness, denkt an unser Gewinnspiel, kommt bald. Platz 3, Lego Batman Movie. Platz 2, Bibi und Tina, Tohuwabohu, total. Und Platz 1, immer noch, lass die Peitschen knallen. 50 Shades of Grey, gefährliche Liebe. Hier bei uns in Stuttgart auf Platz 1. Super. Du sagst, lass die Peitschen knallen, und ich denke, was? Indiana Jones ist wieder im Kino? Ich habe auch erst überlegt, welcher Western kommt denn gerade? Großartig. Als wir gerade ein bisschen über Serien gesprochen hatten, ist mir eingefallen, ich habe eine Serie tatsächlich geguckt, weil wir hatten ja letzte Woche oder wann das war, wieder eine neue Sendung aufgenommen für Fortsetzung folgt. Und da sind ja immer manchmal ziemlich zweifelhafte Piloten dabei, die wir uns anschauen. Manchmal ist doch mal was dabei, wo man sagt, hey, das ist ja richtig cool. Und da gucke ich dann tatsächlich weiter. Und so war es auch bei der Serie Fleabag, heißt die. Gibt es bei Amazon Prime mit drin. Und ich habe es auf Englisch geguckt, nachdem mir das im Deutschen erst überhaupt nicht gefallen hatte, habe ich dann auf Englisch umgeschaltet. Und das war so ein Qualitätssprung, weil das einfach viel besser rüberkommt, weil es ist eine UK-Serie, also richtig schöner Dialekt, ein richtig schöner englischer Dialekt, und es geht halt um so eine Frau, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, und die hat sich diese Rolle auch selber geschrieben, und ja, sie spielt einfach eine Frau, die hat so ein Café, was so zweifelhaft gut läuft, wo immer noch irgendwelche Hipster reinkommen, sich ihre Handys aufladen, und ihre Sandwiches, die sie drin hat, sind total teuer, weil es mitten in London, deswegen kommt kaum jemand in ihr Café rein. Und eigentlich geht es darum, um ihre ganzen Probleme und Nicht-Probleme mit Frauen und mit Männern, hauptsächlich natürlich mit Männern bei ihr, und ist einfach total lustig. Also wenn ihr reinguckt bei Amazon in die Serie, also in den ersten Minuten, wenn euch die nicht gefallen, dann braucht ihr gar nicht weitergucken, weil anders wird's nicht. Ja, also der Humor bleibt der gleiche und ist einfach total lustig. Nimmt kein Blatt vor den Mund. Da wird über sämtliche sexuellen Spielarten geredet und es ist einfach so schreiend komisch teilweise. Und die Serie setzt in jeder Folge immer noch was drauf. Da gibt es dann zum Beispiel so ein Meerschweinchen, was in dem Café frei rumläuft, weil sich das immer selber befreit aus seinem Käfig. Das haut dann immer ab und erschreckt irgendwelche Gäste. Also wenn schon mal Gäste da sind, werden die erschreckt. Sehr, sehr lustig. Schon mal was davon gehört, ihr beiden? Nö. Dann
Ich weiß schon, die Kate hat bis zum nächsten Mal die ganze Staffel durchgeguckt. Die ist dann noch weiter. Wahrscheinlich. Ich bin jetzt irgendwie bei, weiß nicht, welche Episode ich bin. Ich gucke peu à peu weiter. Die gehen auch jeweils immer nur so 20 Minuten. Also es ist nicht so, oder 30, glaube ich, steht hier. 30 Minuten irgendwie. Okay. Es gibt erstmal 6 Episoden. Die habe ich noch nicht alle geguckt. Kate, okay, du kannst mich noch überholen. Gib mir 3 Stunden. Genau. Absolut. Echt lustig. Also schöner englischer Humor. Jo, Serien. Games. Ich habe die Nintendo Switch mittlerweile. Die ist angekommen jetzt in der letzten. Jetzt erzähl, wie ist es? Cool. Ich habe zwar erstmal nur ein Spiel dazu genommen. Die kosten ja auch erstmal ein bisschen was. Ich habe dieses One-Two-Switch dazu genommen, weil ich mir dachte, ja, wenn man Kinder hat, ich hole mir jetzt nicht die Konsole und setze mich dann alleine hin und spiele stundenlang Zelda. Ich hatte nämlich die Bedenken, wenn ich das Zelda bekomme, dann spiele ich das bis zur Vergasung und habe mir gedacht, nee, ich nehme mal das One-Two-Switch, da kann ich wenigstens mit den Kindern noch was spielen. Und jetzt muss ich kurz die Taste drücken fürs Räuspern hier. Hast du eine spezielle Taste, wo dann ein Räuspern bei dir kommt? Oder? Nee, ich kann hier drücken, dann bin ich kurz weg. Ach so, ja. Genau. Das, also, weil das Räuspern war hörbar. One-Two-Switch ist ziemlich lustig. Also es ist fast so ein bisschen wie so diese Sportspiele, die man kennt von der alten Wii. Aber noch ein bisschen besser, weil diese Fernbedienungen sind jetzt wesentlich empfindlicher und die haben ja auch noch so Sensoren drin. Macht total Spaß. Also gibt's da muss man ja nicht auf den Bildschirm gucken dabei, sondern man guckt sich dann halt gegenseitig an und vom Bildschirm her kommen nur die Anweisungen, was man machen soll. Gibt es dann zum Beispiel was, da muss man, hat man eine Fernbedienung und man schüttelt die so, wie so eine Flasche und muss dann dem anderen das weitergeben, muss halt versuchen, genau den richtigen Moment zu erwischen, dass es kurz vorm Übersprudeln ist, kurz vorm Platzen. Und was weiß ich, dann gibt es noch so Flackenlauf und Boxen gibt es auch. Macht total Spaß. Boxen? Ja. Boxen. Es gibt okay, das heißt Boxen und du guckst dein Gegenüber an, genau, und aber, nicht auf den Bildschirm. Aber sagt dir du kriegst extra, dann die Anweisung. Genau, hau ihm auf die Nase. Er sagt ja aber extra so, ja, und tretet weit voneinander weg, dass ihr euch nicht trefft, sagt er extra. Hau ihm auf die Nase. Wenn du denkst, du verlierst, werf den Controller nach ihm. Da kommen dann halt immer so Anweisungen, jetzt Uppercut oder gerade oder so, und dann musst du das halt machen. Und wer das halt am nächsten dran ist, der gewinnt dann halt. Macht total Spaß. Ist so, okay. so eine riesige okay. Sammlung von so kleinen Minispielen. Erinnert mich gerade so ein bisschen an das, was ich letztens mit einer Kollegin gemacht habe, die auch im Schullandheim war oder unterwegs war. Die hat Vertretungsmaterial geschrieben und hat dann irgendein Spiel aufgeschrieben und ist dann kurz raus und hat einen Laptop offen gelassen. Und was machst du auf gar keinen Fall, wenn ich in der Nähe bin? Du lässt deinen Laptop natürlich an und nicht geschützt an. Und dann habe ich in das Dokument von ihr reingeschrieben, dass am Ende des Spiels dürfen die Gewinner die Verlierer ohrfeigen. Und sie hat es kurz vorm Absenden, hat sie es dann doch noch gelesen. Leider. Es wäre sehr lustig gewesen. So klang das gerade. Nee, also, Boxen und der Bildschirm sagt, was du tun sollst. Auf die Nase, auf die Nase. Also das Spiel habe ich. Und dann haben wir uns noch geholt gehabt, diese Snipper-Clips. Weiß ich, habt ihr schon mal was gehört davon? Ja. Da kannst du schön zu zweit spielen. Ist auch ein sehr, sehr einfaches Spielprinzip, erschließt sich schnell. Sind halt so Formen und du kannst dann halt die so drehen und musst halt gegenseitig, musst zusammenarbeiten und Sachen ausschneiden. Finde ich auch ein sehr witziges Konzept. Und ja, Zelda werde ich mir dann so als nächstes mal holen. Und das wird dann so der größere Titel. Und dann kommen ja Du hast jetzt noch keinen Bluescreen oder so gehabt, ne? Nö. Eine Konsole von wie vielen Millionen ausgelieferten hat mal einen Bluescreen und das kochen die gleich wieder sonst wie hoch, wenn du mal überlegst. Da gab es ja hier PlayStation und oder was war das, Xbox hier mit hier blaue Taste und so. Ah, egal. Nee. Ja, wobei, dazu auch noch ganz kurz, ist es wirklich so, das Ladekabel kommt unten rein? Unten rein? Oder wo kommt das Ladekabel rein? Also da gibt es ein Kabel, das du hast ja die Halterung, wo du die so reinsteckst, die Konsole. Ja. Und da ist hinten so eine richtig schöne Kabelführung dran. Und da führst du das ein, genau da an derselben Stelle, wo auch das HDMI-Kabel lang geht. Okay. Das ist eigentlich weil ich habe da irgendwo was gesehen von wegen, dass es total ungeschickt ist, was es irgendwie unten eingesteckt wird und so weiter. Und was ich auch noch gesehen habe, das ist sehr lustig. Du kannst, wenn du die Mobilkonsole, wenn du die abziehst, ja, kannst du die laden, wenn du unten da das reinsteckst, ja. Ja, genau.
Ja, genau. Das, ja, dann okay, dann passt das. Aber was ich auch gesehen habe, was ich auch sehr lustig fand, ist, da hat jemand seine seine Nintendo-Konsole genommen und an per USB an seinen MacBook angeschlossen. Das habe ich retweetet, ja. Ja, das war es von dir sogar, ne? Kann sein. Kann sogar sein, ja, dann hat das MacBook geladen. Genau, hat die Nintendo-Konsole das MacBook geladen. Das fand ich auch großartig. Ansonsten Grafik. Und dann natürlich noch. Grafik finde ich super. Letzte Achso, ja. Eins habe ich noch, einen habe ich noch. Bei Twitter hat nämlich PlayStation auch sich zu Nintendo geäußert. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich habe nur gelesen, dass die da ein bisschen rumgetrollt haben. Nö, die waren ganz arg nett. Die haben geschrieben, today's a big day for Nintendo. Congratulations on launch. We can't wait to play. Oh, okay. Und das finde ich super nett. Also bei aller Konkurrenz und sowas, sowas finde ich echt cool. Also ja, da Respekt, da haben sie bei mir schon wieder das erreicht, was sie wollten. da fliegen ihnen meine Herzen zu. Ja. Ich als PlayStation-Spieler. Ich glaube, die sind alle froh, deswegen, dass Nintendo weiterhin eine andere Zielgruppe bedient. Ja. Und ich finde das Konzept, also ich fand das Konzept ja eh schon gut, wo ich das erste Mal gesehen habe, diesen Trailer, dass man das Ding einfach rausziehen kann und mitnehmen kann. Das finde ich so gut. Also jetzt konnte ich es halt auch mal in der Praxis testen, wie schnell das umschaltet, wie schnell das lädt. Du hast halt nicht mehr dieses Gefummelei mit den CDs. Du hast halt die kleinen Dinger, diese Cartridges, die steckst du da rein, pup, schaltest an. Das Spiel, das hat ja quasi so gut wie keine Ladezeiten, ja. Weil von diesen Cartridges kann ja total schnell geladen werden. Also ich bin ja sowieso... Ja, wie früher halt, ne? Ich bin ja, na gut, früher war halt der Prozessor nicht so schnell. Und dann hast du halt trotzdem Ladezeiten gehabt. Jetzt ist halt der Prozessor absolut Bombe. Und du hast halt wirklich kaum noch Ladezeiten. Also es sind halt kurze Überblendungen und dann geht's weiter. Finde ich echt gut. Ich habe eine Frage. Hm? Ich habe eine Frage. Ja. Ja, aber kann man das offline spielen? Klar. Das heißt, man kauft das Spiel, also diesen Chip oder was immer das ist, steckt es rein und dann kann man das offline spielen wie ein Handyspiel offline oder wie? Habe ich jetzt nicht probiert, müsste aber gehen. Wüsste nicht, was. Ja, weil die sagen ja immer, dass du das mitten ins Auto nimmst und dann weiterspielen kannst. Genau. Aber das würde ja nur mit einer Internetverbindung gehen. Nee, muss auch ohne gehen. Außer das sind Offline-Spiele. Muss auch ohne gehen, denke ich mal. Also habe ich jetzt nicht probiert, kann ich ja mal noch machen. Also die Frage hat sich bei mir nicht gestellt. Ich habe die halt hier mit unserem WLAN verbunden. Aber wir hatten sie auch schon mitgenommen. Also das ging. Also hat funktioniert. Hat auch ordentlich lang durchgehalten, der Akku. Ja, ansonsten kann man es halt auch laden. Ich meine, im Auto gibt es ja Zigarettenanzünder und da kannst du ja mit so einem Stecker dann kannst du's aufladen. Ich frage mich halt nur, wenn ich zu Hause bin und ein laufendes Spiel habe, was ich quasi in meinem WLAN drin hatte und ich spiele es aktuell und gehe dann aus meinem WLAN raus, falls unterwegs spielen will, ob es dann abbricht. Nee, dürfte eigentlich nicht sein. Also wenn es natürlich jetzt nicht gerade ein Online-Spiel ist, wie irgendwie Splatoon, was demnächst kommt, dann geht es natürlich nicht mehr, ist klar. Aber die Offline-Spiele, also wie Zelda, müsste eigentlich gehen. Ich probiere es mal aus. Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Es hat halt einfach funktioniert und genau, ich finde es extrem cool. Also das ganze Konzept mit diesen Dingern, wenn man einmal weiß, was wie rum drankommt und so, ist ratzifatzi erledigt. Dann zieht man die Dinger ab oder steckt sie dran an den Bildschirm. Der Bildschirm sieht auch extrem gut aus. Richtig gute, knackige Grafik. Und wenn man das dann reinsteckt in die Halterung, zack, sofort ist es am Fernsehbildschirm da. Wunderbar. Einzige Wermutstropfen, den ich noch ein bisschen habe. Ich muss mir noch überlegen, wie ich den Sound da rausbekommen, so richtig. Ich muss wahrscheinlich irgendwie so einen HDMI-Splitter oder irgendwas mir mal nehmen, weil die Konsole selbst hat keinen Soundausgang. Die Wii U hatte ja, da gab es ja die Möglichkeit, über so ein Kabel konnte man auf analog, nee, warte mal. Nee, die hatte sogar einen digitalen Ausgang gehabt, ja. Da konnte ich in meine Anlage reingehen. Und die hat, die Switch, die hat halt keinen digitalen Ausgang hier, Toslink oder wie das heißt. Und auch keinen analogen. Da muss man wahrscheinlich über HDMI irgendwie das Audiosignal rausholen oder ich hole es vom Fernseher zurück oder so, keine Ahnung. Auch kein Bluetooth? Habe ich jetzt noch nicht. Um mal so zu fragen. Habe ich nicht gesehen jetzt irgendwie. Ja, so muss ich halt immer am Fernseher den Ton anmachen und naturgemäß sind ja die Lautsprecher am Fernseher jetzt nicht so wahnsinnig toll. Und ich hätte es halt gerne über meine Soundanlage laufen. 5.1, da. Naja, finde ich auch noch raus.
Ansonsten sehr empfehlenswertes Teil. Aber ich kann die verstehen, die sagen, sie warten mal noch ein bisschen, bis die anderen Spiele da sind. Aber wir haben sie jetzt schon mal und fetzt. Thema Oscar-Verleihung. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich alles dazu sagen wollte. Wir sind ja auch schon ziemlich weit fortgeschritten in der Sendung, wenn ich hier so unseren Counter sehe. Ich glaube, die meisten werden wohl mitbekommen, dass am Schluss ein falscher Umschlag gezogen wurde. das ist das, was leider so ziemlich jeden in Erinnerung bleiben wird oder auch die, die es nicht live gesehen haben wie ich, die werden das zumindest gehört haben. Was ich ein bisschen schade finde, weil es war insgesamt eine sehr, sehr tolle Show, fand ich. Der Jimmy Kimmel hat es richtig gut gemacht. Der hat sich einen schönen Beef geliefert mit Matt Damon, was sich dann nach und nach hochgeschaukelt hatte. Einfach herrlich. Matt Damon. Sehr viele coole Jokes. Matt Damon? Richtung Trump war natürlich dabei. Auch die Reden waren sehr emotional. Ich fand es eine absolut gelungene Show, gut gemacht. Es waren schöne Überraschungen drin. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt über diesen ganzen Hype mit dem falschen Umschlag. Die haben zum Beispiel, es gibt doch mal diese Bustouren, hier in Stuttgart fahren doch auch diese Doppelstockbusse rum. Das habe ich mitgekriegt. Ja. Und ja, da gab es so eine Bustour, so nach dem Motto, ja, wir zeigen euch mal so die Häuser von irgendwelchen berühmten Leuten. Und meistens, hat dann Jimmy Kimmel so gesagt, meistens, wenn man Glück hat, sieht man mal im Vorbeifahren irgendwie Gary Busey, wie er mit Unterhemd seinen Rasen mäht und sonst sieht man keinerlei berühmte Leute oder so. Und diesmal wollen sie die überraschen, haben so eine Verkehrskamera gezeigt, hast du den Bus gesehen, gesagt, ja, wir sagen denen, die werden zu einem Nebeneingang geführt von diesem, ich glaube Chinese Theater ist das, und die sehen eine besondere Ausstellung. Und dann haben sie halt diese ganze Truppe von dem Bus einfach zu so einem Seiteneingang reingeführt, haben den Saal als Licht ausgemacht und haben dann mit einmal das Licht angemacht, wo die alle drin waren. Und dann saßen die oder standen die halt mitten in dem Raum mit den ganzen berühmten Hollywood-Stars. Ne? Und die haben sich gar nicht mehr eingekriegt, die Leute. Wo sie dann realisiert hatten, was da gerade passiert, haben sie alle ihre Handys raus erstmal gefilmt und Selfies und sonst was. Das war echt cool. Da waren viele dabei, die wirklich sehr sympathisch da reagiert haben. War echt cool. Und so gab es halt auch viele, es war vom Gefühl her eine sehr gerechte Oscar-Verleihung, fand ich. Also es haben irgendwie, hat jeder Film so ein paar Oscars wenigstens bekommen, jetzt außer Lion vielleicht. Aber ansonsten hat es sich schön verteilt, es war jetzt nicht einer, der so alles abräumt. Die Befürchtung hatte ich ja gehabt durch diese vielen Nominierungen von La La Land. Aber ich fand, der hat die Oscars gewonnen, die er wirklich verdient hat, aber die er nicht verdient hat, die hat er halt auch nicht gewonnen. Da hat halt irgendein anderer Film gewonnen. Den besten Film finde ich persönlich nicht ganz gerechtfertigt, Moonlight. Ich glaube, das ist so ein Alibi-Oscar, weil es ja letztes Jahr die Diskussion gab hier mit Oscars So White, dass sie gesagt haben, okay, diesmal nehmen wir einen independent schwarzen Film, da kann uns jetzt keiner mehr was. Und ja, ansonsten, das mit dem Umschlag dürfte ja jeder mitbekommen haben, gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Ich fand es gut, wie die Situation dann gelöst wurde. Also kam ja dann plötzlich auf einmal Unruhe rein auf der Bühne und dann hat halt sogar der Produzent, der irgendwie von La La Land, der seine Rede schon durch hatte, hat dann gesagt, ja, übrigens, wir haben nicht gewonnen, ne, und so, aber ich freue mich da, die Preise weitergeben zu können an unsere Freunde von Moonlight, und dann hat sich das alles irgendwie aufgelöst, alle erstmal so, hä, was? Und das war ja am Ende des Abends, also ich war, hat mich schon so geistig damit getragen, mit dem Gedanken, mich jetzt langsam ins Bett zu schleppen. Und dann kam mit einmal so ein Ding, boah, erstmal wieder hellwach gewesen. Ne? Was? Vor allem bei so einer Sache wie Oscar-Verleihung, ja. Also, ich kann es nicht verstehen, wie sowas überhaupt passieren konnte. Wahrscheinlich verstehen die es selber auch nicht. Also, wie viel Dilettantismus muss da am Werk sein, dass man da den falschen Umschlag in so einem Ding, was so weltweit in zig Ländern ausgestrahlt wird, boah, das muss man erstmal bringen. Ja. Na, ansonsten Zoomania, ne? Matt Damon. Ja. Aber es war echt cool. Vielleicht findest du irgendwo. Ach, ich habe es ja aufgenommen. Ich kann es ja mal auf den Stick mitbringen. Fantastische Tierwesen hat auch einen Oscar gewonnen. Fantastische Tierwesen hat, glaube ich, 2 Oscars sogar, wenn ich mich recht erinnere. Er hat auf jeden Fall für bestes Kostüm. Make-up und Kostüm und noch irgendwas. Nee, war insgesamt, fand ich es cool, so ein bisschen schön verteilt. Ich fand das Opening cool. Das Opening hast du noch geguckt, oder? Ja, nee, ich habe Aufzeichnungen geguckt. Ach so.
Gott, ich mag, also mittlerweile mag ich Justin Timberlake ziemlich arg. Mhm. Und der Song, den Song liebe ich sowieso voll. Wenn der im Radio läuft, singe ich immer laut mit. Aus dem Film Trolls. Und das Opening war, das fand ich echt cool. Aus dem Film Trolls, den keiner gesehen hat irgendwie. Nee, ansonsten Oscar-Verleihung. Zum Thema Trolls habe ich eine ganz süße Geschichte. Wir waren gestern im Mediamarkt und haben an der Kasse angestanden und hinter uns stand ein Papa mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm, die gerade die Blu-ray in quasi im Arm hatte und so, meins gebe ich nicht mehr her. Mhm. Total süß. Also wir wissen jetzt, welches Publikum dieser Film hat. Ich habe dem Vater viel Spaß gewünscht und ich habe ein verschmitztes Lächeln kassiert. Danke. Das wird jetzt hunderte Male laufen bei ihm, der Film. Ja. Ich glaub, aber die nämlich, Kleine war so süß. Ich kenne sowas. He can't stop the feeling. Ich kenne sowas von Mickey Mouse, wunderschönes Weihnachtsfest. Der lief so oft bei uns. Ganzjährig. Also ganzjährig ein Weihnachtsfilm. Das ist okay. Ja. Naja, also so viel zum Thema Oscar-Verleihung. Ich kann es nur empfehlen, Filmfans, guckt euch das an, am besten live, weil auf Twitter ging es dann natürlich jedes Mal total ab. Ich habe ja auch drüber getwittert, was auch immer die Ergebnisse waren, und haben uns so ein bisschen unterhalten. Auf kinocast.net hatten wir ja auch den Chat, da waren auch einige drin. Das war auch ganz nette Diskussionen, die da entstanden sind. Und ja, ansonsten kommen wir jetzt mal zum Hauptpunkt dieser Sendung, nämlich zu dem Gewinnspiel zu A Cure for Wellness. Die nette Dame vom Filmverleiher hat uns zu diesem Film A Cure for Wellness hier original psychiatrische Sanatoriums Pantoffeln, wo A Cure for Wellness. Psychiatrische Pantoffeln. Genau, also aus einer Psychiatrie. Da könnt ihr quasi zu Hause diesen Film nachspielen. Wir haben 2, 4, 5 Stück. Und Poster dazu. Ich hoffe, es sind auch 5. 5 Pärchen. 2. 5 Pärchen, oder? Nee, 5 einzelne. Er sagt, wir haben 5 Stück. Also. Wir haben auch 5 Poster. Ja, nee, also insgesamt 10 Pantoffeln. Also 5. Ja, muss man ja richtig sagen. Muss man genau so sagen. Und jeweils Poster dazu. Jetzt müssen wir irgendeine Frage machen oder sowas. Ach, genau. Wo wurde der Film gedreht? Ja, das ist zu einfach. Ach, schade. Ich lasse mir das einfallen. Ihr lest das in der Sendung. Nee, Quatsch, jetzt machen wir schon hier. Genau, nehmen wir die Frage von der Kate. Welche? Hä? Ja, alles gut. Du wolltest was sagen? Nein, gerade eben war es auch zu einfach. Welche Burg wurde der Film gedreht? Wir hatten ja vor einigen Ausgaben quasi darüber berichtet. Wir hatten ja auch ein Set-Visit gehabt und das schreibt ihr einfach mal. Ich mache dann so ein Ding sie da unten drunter in den Beitrag, wo ihr dann die Lösung eintragen könnt und dann habt ihr die Chance, ein paar Pantoffeln zu gewinnen und ein Poster zum Film A Cure for Wellness. So. Ich hoffe, das war jetzt alles soweit klar. Ich guck mal noch rein, was gab es denn so für Kommentare? Hat von euch jemand reingeschaut? Ja, selbstverständlich. Ich muss ja mal gucken, ob jemand das Rätsel löst. Ja, Rätsel. Ach, stimmt. Warte. Kates Filmrätsel. Das läuft. Mit dem Tusch am Ende. So, Auflösung von letzter Woche. Der Thomas und der Mike hatten wieder mal recht. Es war der Film Freeway mit Reese Witherspoon und Kiefer Sutherland. Vollkommen richtig. Ist der gut? Und ich fand den, also Reese Witherspoon ist da noch voll jung. Ich weiß gar nicht mehr genau, von wann der Film ist. Aber an sich, ich erinnere mich, dass er gut war, ja. Okay, weil mir sagt er auch nicht so was irgendwie. Nicht viel. So. Aber ich habe mich wieder vorbereitet. Es gibt wieder einen neuen Film, über den ihr rätseln könnt. Ich lese vor. Um Abstand zu einer unglücklichen Liebesbeziehung zu gewinnen, begibt sich der unscheinbare Mann, Name ausgeblendet, auf eine Reise quer durch Europa. Im Zug von Paris nach Venedig trifft er eine umwerfende Frau. Nach einer gemeinsamen Nacht verschwindet diese jedoch spurlos. Das ist nicht Before Sunrise. Ich dachte, das wird hier so Before Sunrise oder so, aber... Matt Damon. Auch nicht. Nicht? Viel Spaß beim Rätsel. Spielt Matt Damon mit? Ich glaube nicht, nein. Matt Damon.
Matt Damon. Und der lief jetzt an diesem Wochenende. Ah, okay. Na, ja, selbstverständlich. Da lief ja auch mit Arnold Schwarzenegger The Last Stand, aber der ist es auch nicht. Aber nah dran, Erik, nah dran. Ja, ganz nah dran. Richtig. Ich hab das so ein Gefühl. Alternative Fakten, richtig. So, dann schreibt mal die Lösung für dieses Rätsel wieder in die Kommentare rein. Und ja, genau, vielleicht könnt ihr ja auch noch dazu schreiben, wenn ihr die Filme kennt, die Kate hier so beschreibt, dann könnt ihr auch mal schreiben, wie der euch gefallen hat oder ob ihr den schon gesehen habt oder auch nicht. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ansonsten gucken wir mal rein, was es noch so für Nachrichten gab. Briefkasten. Nämlich der Super Goofy hatte noch was geschrieben zum Film Wilde Maus. In Österreich fällt der Josef Hader unter die Gruppe Kabarettist, weil ich habe ein bisschen rumüberlegt gehabt, nämlich was der nun ist, Satiriker, Comedian oder... Und er meinte Kabarettist, obwohl er gefühlt die letzten Jahre nur noch Filme gedreht hat, würde Schauspieler auch noch gehen. Und jetzt schreibt er, ich glaube in Mundart, jetzt muss ich mal versuchen, ob ich das so rüberkriege, wenn's zum Pepi sorgst, er ist Comedy, wird er nicht so glücklich damit sei. Und die Mini-Eisenbahn im Prater heißt Lilliputbahn. Ja, mit der fahren die dann. Jetzt hätte ich dir auch sagen können. Rum, ja. Ja. Die Steff hatte John Wick 2 in der Sneak sogar gehabt. Ne? Also anscheinend ist die Sneak Artist 2 ja bei uns, ja, war das, lief das bei uns auch? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, bei uns lief es nicht. Ne? Aber wir hatten es getippt, glaube ich. Ne? Ich habe gerade überlegt, weil ich ja ein paar Mal nicht da war. Sie hat es John Wick in der Sneak gesehen. Es ist dort eine ganz normale Sneak in Freiburg, die hin und wieder mal OV ist. Und sie hofft natürlich, dass das öfters mal passiert, dass OV kommt. Naja, John Wick ist nicht ihr Genre und sie mochte noch nicht mal die Musik im Film und sie hat den ersten Teil nicht gesehen und kann keine Vergleiche ziehen, aber ein paar coole Szenen gab es und von ihr gibt es 4 von 10 Bleistifte als tödliche Waffe. Und sie meinte, bei meiner Oscar-Reihenfolge fehlt immer noch ein Film. Es waren 9 nominiert und nicht 8. Wo reiht sich Hidden Figures ein? Ich weiß gar nicht, hat man das nicht aufgelöst in irgendeiner Sendung? Haben wir das da auch festgestellt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also Hidden Figures auf jeden Fall hat ja keinen Oscar bekommen gehabt und das finde ich auch ganz okay. So, es war ein guter Film, aber jetzt nicht so überragend wie jetzt teilweise Manchester by the Sea oder so. Ich fand es gut, bei der Oscarverleihung hatten sie ja die eine von diesen Originalpersonen mit auf der Bühne im Rollstuhl und so, fand ich ganz gut. Beim Tippspiel meinte Steff, ist sie eh wieder voll schlecht. Ah, ich habe die Auswertung noch gar nicht gemacht, fällt mir ein. Muss ich mal machen. Ich verspreche mal nicht, dass ich es bis zum nächsten Mal schaffe, weil ich weiß nicht, ob ich es halten kann. Aber ja, ich gucke mal, dass ich es irgendwie hinkriege. Und dann können wir ja mal den Gewinner oder die Gewinnerin dann küren. Okay, wenn von euch jetzt keiner mehr was hat, wir sind ja auch schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit heute, eine ziemlich lange Sendung, dann gucke ich mal rein, was so bei Amazon bestellt worden ist in der letzten Woche. Also vielen Dank an alle, die immer unsere Affiliate-Links so nutzen. Und da bekommen wir eine kleine Provision dafür. So, ich schaue gerade mal, was in der letzten Woche bestellt worden ist. Vielleicht habt ihr was davon bestellt. Ein Tauchsieder, 1000 Watt. Wow. Und das war's. Ja, ein Tauchsieder. Von Elos. Tauchsieder. Ja, macht sich jemand sein Teewasser warm. Oder die Badewanne. Nicht anfassen. Oder die Badewanne. Oder als Lockenstab. Wer weiß. Man weiß es nicht. Wir wissen auch nicht, was uns morgen in der Sneak erwartet. Aber wir gehen trotzdem, denke ich mal, diesmal alle hin. Wenn nichts dazwischen kommt. Vielleicht kommt ja Lombok. Kein Fußball morgen, Erik? Da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Mit Sneak. Ja, eben. Mit Sneak auslassen und Montagsspiele irgendwie gucken. Deswegen werden wir das wohl mal im Ticker verfolgen. Und oder? Ja. Weil ich habe auch, wie gesagt, einmal schlechte Erfahrungen gemacht und dann einmal ins Kino gegangen und da war Heimspiel, das haben sie dann gewonnen. Von dem her nehme ich es lieber so, dass sie gewinnen und gut. Also wenn ihr mich fragt. Wer Meister wird? Naja, okay. Das, aber ja, ich hoffe mal, dass jetzt nicht zu viel Unruhe reingekommen ist in den Verein, aber na, gucken. Nö, glaube ich nicht. Okay, dann schauen wir mal,
Haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche dann. Geht viel ins Kino. Vielen Dank, Kate. Vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Bis morgen dann. Tschüss. Gerne. Tschö. Tschüss. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Du musst nicht gehen, Abs. Bleib doch, hier ist viel Platz. Und was dann? Wer weiß, ist das nicht das Aufregende am Leben? Ich will nicht allein sein, wenn sie abreist. Hallo? Was war das? Was du wolltest eine Sendung ohne Vorbereitung. Ich kann mir eigentlich noch viel mehr so lustige Soundeffekte hier drauflegen. Vielleicht so ein Karnevalstusch. Da, 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 da. Wenn der Chris wieder so einen furchtbar schlechten Witz macht, genau, bin ich gut. Da, 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 da. Oder hier, weiß nicht, so ein Applaus, weißt du, so einen überschwänglichen Applaus. So. Eine Riesenmenge. Ja, aber dann, du musst aufpassen, nicht, dass es die Seriosität der Sendung leidet. Achso, du meinst, die Sendung ist seriös? Seriosität. Hast du mal zuletzt ein Pausentee reingehört, dann ist das hier richtig seriös. Ich habe tatsächlich ein Pausentee reingehört, aber ich fand das jetzt nicht irgendwie nicht unseriös.